7.499 Euro. Ja, dafür bekommen Sie dreimal das Track Rail 9.7 NX. Ne, Sie kriegen es wirklich nur einmal für den Preis. Aber ich meine, wenn Sie mal eben noch 7.500 Euro übrig haben, dann können Sie das in dieses Fahrrad investieren. Und Majid sagt, am besten nicht fahren, an die Wand hängen, sammeln, denn es ist ein Kunstwerk, dieses Track, mit Komponenten, die eigentlich ins Museum gehören und nicht, ich sag mal, in die Hände von Leuten, die es dann noch kaputt machen beim Fahrradfahren. Ja, das heißt, die es schlechter machen, als es im Neuzustand ist. Genau, das haben wir sehr oft. Und was ganz besonders ist, nicht die Komponenten, eher der Rahmen und die Lackierung. Du siehst es hier, Project One. Zeig mal. Die Sonderlackierung. Die Lackierung kostet extra 800 Euro. Quatsch. Doch. Okay. Sie, es ist neonorange. Also es sieht aus wie ein Feuerwehrauto, so ein kleines bisschen früher. Es leuchtet auch in der Sonne unglaublich. Wird es denn ewig so leuchten? Das heißt, wenn ich es dann in Spanien 8 Wochen in die Sonne lege, habt ihr das schon getestet mit UV-Licht? Wir haben es nicht getestet, aber es gibt eine große Garantie bei Trek, dass quasi auch der Lack bei Project One anhalten soll. Weil ich hatte nämlich mal... Also auf den Rahmen hat man lebenslange Garantie, auf den Lack hat man auch, glaube ich, 6 oder 7 Jahre Garantie. Und ja. Okay, also es wird dauerhaft leuchten. So, es kommt gerade noch... ihr habt ja Abholung hier, deswegen werden wir das gerade mal machen. Und ja, das Schöne ist, bei dem Fahrrad sind wirklich die verbauten Komponenten. Es ist die Gesamtsituation, also die Abstimmung mit allen drum und dran. Es ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Was ganz, ganz Tolles, genau wie du schon sagst. Und der Rahmen. Der Rahmen wird in Amerika produziert, komplett per Hand. Es ist jetzt kein Massenware. Es sind wirklich Einzelstücke, die Carbonrahmen von Trek. So, Einzelstücke. Also es ist ein Carbonrahmen. So viel können wir schon mal verraten. Du darfst mal den Klopftest machen, bitte. Nochmal. Ach, wie schön. Ja, wir haben grundsätzlich den Lukas hier. Die Eltern sind Unternehmer und Multimillionäre. Und du hast zufällig gerade 7.500 Euro dabei. Genau, bezahle ich aus der Portokasse. Aus der Portokasse. Nee, du bist Student. Genau. Du hast ein uraltes Fahrrad, kannst aber Fahrrad fahren, kann man sagen. Ich habe ein uraltes Fahrrad, ich fahre auch gerne Fahrrad. Die 7.500 habe ich leider nicht übrig. Wenn ich es hätte, würde ich es mir kaufen. Kannst du verstehen, dass das jemand haben will, auch wenn es 7,5 kostet? Kann ich vollkommen verstehen. Es kostet ja auch nicht ohne Grund 7,5. Also wir haben zwar schon gehört, die Lackierung kostet auch schon 800 Euro. Ja. Aber wir haben immer noch Vollcarbonrahmen. Wir haben Carbonfelgen sogar. Carbonfelgen? Carbonfelgen, tubeless ready. Sieht man nicht so direkt, also ist nicht so aufgesetzt, sieht oder? Sieht man nicht, aber... Genau, wenn du mal kurz mal klopfst. Man hört es. Das sind echt Carbonfelgen. Das sind Carbonfelgen, ultraleicht. Von? Line, Comp 30. Bontrager, Bontrager, wie auch immer. Gut. Bontrager. Bontrager. Der Lukas kann sogar schon den Namen aussprechen. Fahren kannst du es leider nicht, denn es sind keine Pedale dran. Und das werden wir auch nicht machen, weil das ist dem praktisch Ersten vorbehalten. Der darf das jungfräulich mal testen. Genau, es ist auch eine Project One, also sollte Kunde dann Spaß haben als aller. Motor, was ist drauf? Wir haben hier den Bosch CX drauf, 4. Generation mit einem 85 Newtonmeter. Nicht der Active Line. Nicht der Active Line. Gut, das heißt, der stärkste Motor, den es gibt? Bei Bosch, genau, 85 Newtonmeter. Wenn wir schon dabei sind, du siehst die Lade. Oh, wie süß! Also es ist schön gemacht. Genau, wenn du mal gerade mal fallen lässt, nochmal. Das Mikro war nicht dran. Also die Ladebuchse ist integriert. Und ja, jetzt sagen die Leute, das Erste, was ich abbreche dann im Trail. Ja, wird schwer, das Ding abzubrechen, aber es gibt Ersatzteile dafür, hoffe ich mal, bei Trek. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber es wird... Da ist ja sowieso keiner fährt, ja, ist es eh egal. Also, hast du so Wandhalter da eigentlich, dass man es an die Wand hängen kann? Wir haben auch Wandhalter da. Jetzt, ohne Witz, hast du mir erzählt, es gibt Leute, die fahren die gar nicht, die ja, sammeln die. Die sammeln die, also wir haben schon Kunden, die haben das gekauft, Project One, die hängen das dann bei sich halt im Schlafzimmer. So, Lukas, du wirst es schon fahren, oder? Ich würde es fahren, auf jeden Fall. Also bei mir wird nichts an die Wand gehängt, was man benutzen kann. Ja, schaut die Videos. Zirkusreif, er kann Wheelie und Bunnyhop. Nee, das können ganz viele, muss man sagen, ja, oder? Das sind ja quasi die Basics. Also wenn man mit dem Fahrradfahren anfängt, also jetzt im Offroad-Bereich. Praktisch am ersten Tag im Club lernt man erstmal Wheelie und Bunnyhop, oder? Ja, man sieht es ja bei den anderen immer wieder. Und dann natürlich möchte man das auch gerne selber können.
So, ich stelle dir mal ein paar Fragen. Pumptrack, was ist das? Das sind quasi so wellige Strecken, wo man in der Bodenwelle immer schön mit den Beinen reinfedern kann und so seine Geschwindigkeit aufbaut. Ja, also es gibt ja einen ganz neuen Trend. Also wenn man das hier zeigt, das Fahrrad, die Rahmengröße von dem? L ist es, glaube ich. Ja, L. Okay, das heißt ein 13-Jähriger, wenn er ein bisschen groß gebaut ist, könnte damit schon fahren? Könnte damit fahren oder der bestellt dann quasi ein. Das ist ein Traum wirklich für unter anderem für Erwachsene und für Kinder. Ja. Wenn der Geldbeutel stimmt. Wenn der Geldbeutel stimmt, dann wird es genommen. Aber das Rail ist auch ein bekanntes Modell von der Geometrie her. Es ist halt auch für den Trail ausgelegt. Der Hersteller Trek, der ist schon dafür bekannt, dass er rein sportliche Räder macht. Sowohl bei Rennrädern als auch jetzt bei Mountainbikes und im E-Mountainbike-Bereich machen sie auch Top-Modelle. Da ist jetzt als Feder RockShox Deluxe drauf. Vorne haben wir den Yari. Ein was? RockShox Yari. RockShox Yari. Yari heißt er, also Yari für alle Leute, die mal nachgucken wollen. Die Beschichtung ist die gleiche wie bei Fox Kashima, nur in schwarz. Das wird vom gleichen Hersteller quasi geliefert. Macht dasselbe. Die Firma DuPont macht sowohl für Fox als auch für RockShox als auch für Santo und das ist immer die gleiche Beschichtung, also es ist die hochwertigste Beschichtung. Aber was hat das im Vorteil, wenn die gut ist, die Beschichtung? Verschleiß. Verschleiß, weniger. Ja, Verschleiß ist weniger. Und ja, man hat mehr Gleitreibung, ist natürlich auch optimal. Was ganz besonders ist, kommen wir zu dem Akku. Okay. Du siehst es vielleicht schon. Seiten. Von der Seite rausgenommen. Wow, deswegen 7,5, oder? Nein, der Rahmen. Wir machen es mal gleich auf und dann gucken wir uns mal an. Nee, habe ich noch nie gesehen. Von der Seite noch nie. Also das ist wirklich was Neues, oder? Es ist sehr leicht abzunehmen. Jetzt bei dem anderen Räder Husqvarna, also du hast ja gesehen, wir haben so ein Podest, ne, und ein bisschen runter, aber wenn es unten ist, ist es wirklich schwierig, das abzunehmen. Jetzt bei Tracks wirst du gleich sehen, es ist wirklich sehr, sehr einfach, das Ganze. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, du bist rein mit dem Schlüssel einfach nur, gell? Genau, ich gehe rein, ich drehe und er springt direkt. Passiert erstmal nichts, gell? Du hast hier. Ah, okay. Und der ist gleichzeitig auch dein Griff. Oh, das heißt, wenn ich jetzt zum Lidl gehe, einkaufen, kann ich ihn einfach so in die Hand nehmen. Oder du kannst auch bei denen laden. Mittlerweile gibt es da Ladestationen. Aber die haben auch einen Griff, was die anderen Hersteller nicht haben. Finde ich schön. Also ja, vielleicht ein ganz kleiner Hinweis. Wenn Sie dann zum Lidl einkaufen gehen, ja, schließen Sie es an und nehmen Sie nicht nur ein Schloss, sondern am besten drei. Denn man sollte alles anschließen, was man abnehmen kann, oder? Und bei so einem Fahrrad ist es auch wichtig, dass nicht jetzt jemand kommt mit einem rostigen Fahrrad, das daneben stellt. Es kommt ein Wind und es fällt dann auf dieses Fahrrad. Okay, ist dann direkt kaputt, oder? Nicht kaputt, aber ist schon ärgerlich bei einer Project One-Lackierung. Also am besten auch da anschließen, wo kein Fahrrad ist und wo keiner hinkommt. Irgendwo verstecken. Also das ist schon so der Porsche Sondermodell unter den Fahrrädern, kann man sagen. Schon bei Lamborghini, also haben wir schon den Porsche, glaube ich, hinter uns. Du siehst es, der Rahmen, Carbon, und du siehst, wie schön der da verbaut ist. Und die Kabeln und, wie alles fein quasi, ja. So, ja, das Schöne ist, dass die Motorleistung ist ja von 250 Watt auf 750 Watt angehoben worden und die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h. Nee, ist tatsächlich auch 25 km/h. Und genau, alles gleich wie beim anderen. Aber Drehmoment ist das neue, wie viel hat das? 85? 80 Newtonmeter, also quasi Bosch hat nachgezogen, nachdem Shimano den neuen Motor vorgestellt hat. Letztes Jahr der gleiche Motor hatte 75 und durch ein Software-Update sind wir jetzt bei 85 Newtonmeter. Boah, ein echter Hingucker. Also das Grau mit dem... Es kommt jedes Jahr eine andere Farbe raus? Also das Modell gibt es auch in mehreren Farben zu bestellen. Die Project One-Reihe. Da kann man bestimmte Fahrräder in der Lackierung bestellen und die Lackierung gibt es dann 3-4 Jahre. Okay. So, Display Kiosk. So, das ist klein, aber gestochen scharf und lässt sich gut bedienen. Stimmt, wir müssen den Akku erstmal reinmachen von der Seite. Vorteil. Ja. Den Kiosk, den kriegt man irgendwann sehr schwer irgendwo hin montiert. Was der Track gemacht hat, der hat es hier einfach in der Mitte gemacht und es ist wirklich jetzt sehr schwer, durch einen Unfall das Ding abzureißen. Geht nicht. Der ist wirklich sehr gut geschützt. Also hat sich auch Track wirklich Gedanken gemacht und man sieht es auch sehr gut, während man fährt. Gut, das heißt, die haben eine Spackschraube genommen, haben das in das Carbon reingejagt und... Ich habe einen Carbonrahmen quasi dafür dann... Dafür konzipiert. Konzipiert, genau. Okay, das heißt, da sind Bohrungen mit drin. Das Display ist wirklich klasse, aber es ist nicht ganz billig, oder? Es ist nicht gerade das billigste Display bei Bosch. Absolut nicht, nee. Aber das ist schön verarbeitet. Wir haben jetzt hier wenig Akku. Genau, muss man da drin. Okay. Wenn du mich mal kurz aufklärst, das Display selber hat auch nochmal einen Akku drin. Das heißt, ich kann es mitnehmen, dann funktioniert es immer noch.
wenn ich es unterwegs habe, oder? Man kann, ja, du kannst es einfach abdrehen, genau. Also du siehst hier die Kontakte mit dem integrierten Akku. Du siehst jetzt, es ist immer noch 73% haben wir auf dem Display-Akku. Der Display-Akku kann nur leider das Fahrrad nicht laden. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, das Display hat einen eigenen Akku mit drin, der sich aber lädt über den Fahrradakku, oder wie? Ja. Okay. Aber auch durch eine USB-Ladebox bei dem Nion. Hier unten. Hier unten, genau. Mhm. Okay. Also auch quasi auch laden. So, ich nehme an, da ist wahrscheinlich irgendwie so ein Arduino drin und ich kann auch Pac-Man spielen mit. Oder was hat das für einen Sinn, dass ich abnehmen kann und es geht noch? Dass die Batterie weiterläuft, die Uhr und alles? Dass die Daten quasi drin bleiben. Und ich die auslesen kann. Und das ist ein Display, was mit dem WLAN verbunden wird. Das heißt, du stellst das Fahrrad in der Garage, du gehst hoch, das wird dann mit deinem WLAN verbunden. In der Cloud werden deine Fahrten dann quasi gespeichert. Okay, das heißt, ich kann zusätzlich, wenn ich ein Handy habe, da ich kenne das bei Maps. Halt mit dem Handy, also da kann sowohl mit dem Handy, aber auch direkt mit dem Haus-WLAN quasi verbunden werden und das ist diese Connectivity, die man bei Kiox oder bei Nion hat. Hat ein WLAN mit drin. Das heißt, es lockt sich ins WLAN rein vom Haus, wenn man das will. Genau, und lädt die Daten hoch. Lädt die Daten hoch. Und hätte ich jetzt keinen Akku, wären die Daten weg. Sag mal, das Drehmoment, das wird auch gespeichert, das Trittdrehmoment, was ich da drin habe? Genau, man hat dann so einen Graphen, kann man dann sehen, okay, jetzt bei meiner Tour 10 Kilometer da und da habe ich dann so viel Kraft vom Motor rausgezogen. Das kann man sich alles krass anzeigen. Krass, weil das geht natürlich nicht bei Google. Also wenn ich mein Google-Handy habe und habe Google Maps, der zeigt mir zwar an, wo ich gefahren bin, rausgekriegt hast. Genau, das geht nur, wenn man dann geschlossen ist. Wie auch, also Google hat ja keinen Zugang zu deinem Motor. Genau. Ja, prima. Ja, was gibt es noch viel zu berichten? Shimano Bremsen haben wir schon gesagt, der Bosch CX ist mit drin, voll Carbonrahmen, Sammlerstück, kann man natürlich mitfahren. Also ist ein richtig tolles Fahrrad, oder? Das ist ein Traumfahrrad. Sagt der Majid von Switchback Bornemann aus Gießen. Wir drehen am 8. Januar 2021 haben wir. Und das ist auch das 21er Modell. Das ist das 21er Modell, genau. 21er Modell. Hast du noch welche? Wir haben nur noch 3 Stück davon, leider. Aber da die per Hand gefertigt werden und auch lackiert werden, kann man die bestellen. Ungefähr 3 bis 4 Monate Lieferzeit. Die kommen dann direkt aus Amerika. Das wird auch in Waterloo bei denen quasi produziert. Sowohl der Rahmen als auch die Lackierung. Da ist noch, bisschen was lieferbar, aber ich gehe davon aus, dass Februar, März die dann auch keine Teile mehr haben. Die können vielleicht den Rahmen produzieren, aber da fehlen einfach die Teile, um ein komplettes Fahrrad quasi zu liefern. Sehr schön. Also das Trek Rail 9.7 NX mit der SRAM NX Eagle 12G. Lesen könnt ihr ja selber. Und der Deore 4 Kolben RockShox Yari, hier steht es nochmal 42. Rahmengrößen, das geht auch jetzt für ein kleines Kind, könnte ich es bestellen? Wir haben es für eine kleine Frau bestellt, aber ein kleines Kind kann dann quasi auch den Rahmengröße S fahren. Haben wir jetzt so einen 12-Jähriger, da könnte ja der Papi das bestellen für 7,5 und der Sohn auch gleich. Das hatten wir letztes Jahr 3-mal. Ich grüße auch unsere Kunden, falls sie das Video sehen. Vorname? Das ist der Jan einmal. Okay. Nachnamen dürfen wir nicht nehmen. Nee, machen wir nicht. Der Max und der... Wie ist denn der Italiener? Ist natürlich ein Ultra-Auftritt, wenn sich diese 3 Familien denn zu treffen und dann alle zusammen. Die Väter sind dann zu uns gekommen, geheult. Die haben natürlich ein 7.000 oder 8.000 Euro Fahrrad bei uns geholt und natürlich fahren es die Kinder. Die waren jetzt auch daheim wegen dem Lockdown. Die sind dann die ganze Zeit mit dem Fahrrad gefahren. Sehr schön. Ja, wir sind Davide, jetzt ist mir der Name eingefallen. Super. Also, wir sind bei Switchbike Bornemann in Gießen. Einer der wichtigsten Fahrradhändler auf dem ganzen Universum. Zumindest mal hier in Deutschland seid ihr wirklich stark. Leute kommen von ganz Deutschland, muss man wirklich sagen, mit Fug und Recht behaupten, hierher. Du hast Sammelbestellungen, die rufen aus Österreich an. Da frage ich mich mal ernsthaft, du bist ja hier in einer unglaublich schönen Fußgängerzone, ja, mit lauter Betonbauten, gibt ja auch nichts zu sehen, großen Gießen, ja. Du bist, glaube ich, das wichtigste Argument für Gießen, wenn man Fahrradfahrer ist, oder? Für die Innenstadt zumindest, genau. Nee, ohne Spaß. Ist schon ein Phänomen, oder? Dieses Jahr war es extrem, dass die Leute dann aus Hamburg zu uns gefahren sind. Nicht einmal, nicht zweimal, mehrmals oder aus München. Die sind zu uns gekommen. Es hat sich halt darum gesprochen, dass wir Ware haben, besondere Ware haben und natürlich auch die Beratung, Bikefitting und. Ja, du bist Kaufmann, du hast es studiert und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ware zu organisieren, nett zu sein zu den Lieferanten, genug vorzuordern. Auch das hilft nicht. Du hast unglaublich viele Marken, die gut sind, sodass du, also wenn du auch nur von jeder Marke ein bisschen was kriegst, die Summe macht's denn und ja. die können sich alle gut sehen lassen, aber mit, ich sag mal, Waterloo gebauten Trek, das ist schon die Speerspitze, oder? Genau.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Die Rufnummer bitte 0641 34393. 34393. Der Mittlerweile Majid kennt sogar seine eigene Rufnummer. Euch gibt es seit 1923. Also es ist wirklich ein sehr, sehr altes Geschäft. Da waren die Rufe aber noch zweistellig hier in Gießen. Hat man 6,8, glaube ich. Da hat man, genau. Habe ich mal eine Werbung, eine Zeitungswerbung von uns gesehen. Fräulein, Gießen 6,8 bitte, 6,8 bitte. So, und dann können Sie aber anrufen und reservieren. Kann auch eine E-Mail schreiben an wen? Kann auch eine E-Mail schreiben, info@switchbike.de. Nachfragen, welche Fahrer noch da sind oder was wir noch reinkriegen, weil wir haben ja auch viel bestellt. Und dann wird es, auch wenn es nicht da ist, reserviert für Sie. Und für Frühjahr haben Sie dann Ihr Fahrrad. Jetzt ist die beste Zeit, wirklich ein Fahrrad zu reservieren. So, also zur Transparenz. Der Majid hat mich mit Geld überschüttet, damit ich diese Werbevideos mache. Aber in Wirklichkeit muss ich auch sagen, ist auch ganz nett, mit dir zu drehen. Also, und ich sage ja nur positive Dinge, aber es ist auch ein gutes Fahrrad, oder? Es ist ein gutes Fahrrad. Es ist, ja, viele Leute werden jetzt die Teile vergleichen und sagen, hier ein Bosch CX kriege ich bei der und der Marke halt viel günstiger, aber... Ich kann einzeln bestellen. Ich kann einzeln bestellen, aber darum geht es, das ist das Gesamtfahren, Lamborghini oder Dings, kostet auch viel, das ist einfach eine andere Klasse, das Track Rail. Okay. So, und du fängst schon mal an zu sparen. Ja, ich spare dann schon mal. Alles klar, so. Vielleicht kurz auf das LaPierre. Das LaPierre, danke. Tschüss, danke fürs Einschalten. Tschüss.